Und ich begrüße auch sehr herzlich die neu dazugekommenen zum zweiten Teil der Session zum Vortrag von Carmen Tavalika zu, wie ich denn nun ein Add-on zu Guesskiss schreiben kann. Vielen Dank. Ja, willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass Sie sich dafür interessieren. Ich möchte Ihnen erklären, wie man oder wie ich oder wie wir ein Kraskes-Add-on schreiben. Die Community ist natürlich sehr groß, das hat man ja bei Markus eben schon gesehen. Und in dem Vortrag möchte ich Ihnen zeigen, wie wir bei Mundiales hauptsächlich Best-Practice-artig Add-ons schreiben. Mundiales, wir sind eine Firma in Bonn, schreiben Open-Source-Software, produzieren meist offene Daten, nutzen freie Open-Source-Software und entwickeln diese auch aktiv weiter, unter anderem auch Kraskes und Actinia. Und noch einige andere Dinge. Ich selbst bin Carmen Tavalika, bin bei Mundiales seit 2015 angestellt als Entwicklerin und habe auch schon viele verschiedene Dinge mitentwickelt. Momentan arbeite ich in der Actinia-Entwicklung, bin da auch im PSC. Und habe auch über die Zeit noch andere Rollen übernommen. Zu dem Talk, den ich jetzt vortrage, erstmal gibt es eine kleine Einführung, ganz kurz und knapp. Da gehen wir auch schon direkt ins Detail, wie das aussehen könnte. Dann Konzepte und Praxis ist somit der Hauptteil. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Hilfestellungen, Hinweise, Best Practice, Aufzählungen, wie man das am besten macht mit dem Add-on. Dann gibt es noch ein paar Arbeitserleichterungen und wie man auch die Qualität steigern kann, ohne dass man dafür selbst viel tun muss. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein paar Add-ons vorstellen, die wir bei Mundiales geschrieben haben, die man auch auf GitHub finden kann. Dann zuerst mal zur Einführung. Um zu verstehen, wie man einfach ein Add-on schreiben kann, ist es recht wichtig, eins der Hauptkonzepte von Kraskes zu kennen. Das ist die Modularität. Es gibt 542 offizielle Kraskes-Module, die auch im Kraskes-Core Source-Code zu finden sind. Stand letzte Woche irgendwann. Und dazu gibt es noch ein offizielles Add-on-Repo und es gibt unzählige inoffizielle Repositories. Da ist ein kleines Sternchen dran, unauffindbar, da gehe ich später noch drauf ein. Und diese ganzen Module, die kann man alle auch zusammenstecken und hintereinander schalten. Also man kann damit Daten importieren, Prozessierung machen, Daten exportieren und vieles mehr. Wozu soll man jetzt noch ein eigenes Add-on schreiben? Da ist natürlich dann zum einen der Vorteil, dass man bestehende Kras-Add-ons auch benutzen kann in seiner Prozesskette und dann ein eigenes Add-on, was vielleicht noch Anforderungen, wenn man Anforderungen hat, die noch nicht erfüllt sind, die man dann mit da reinbringen kann. Man kann direkt die Daten, die, wie sie in der Kras-Datenbank liegen, nutzen. Das hat auch einen großen Vorteil, weil das recht performant ist. Also Kras ist ja auch ein topografisches GIS. Und da kann man eben dann auch diese Vorteile nutzen, die Daten direkt zu verwenden und nicht immer hin- und exportieren, wenn man andere Kras-Funktionalitäten benutzen möchte. Zum anderen, was bei uns bei Mundiales ja auch eine Rolle spielt, ist die Nutzung von Actinia. Also wenn wir in Actinia Sachen prozessieren möchten, dann ist das auf jeden Fall hilfreich, wenn wir das in ein Kraskes Add-on packen, weil dann können wir es einfach in diese Prozesskette mit aufnehmen und an Actinia schicken und dann wird das dort alles prozessiert. Noch ein weiterer Vorteil ist, wenn man die, ich nenne es mal Regeln befolgt, die zu einem Kraskes Add-on dazugehören, dann hat man automatisch schon Dokumentation und Beschreibung von Input- und Output-Parametern und somit hat man schon eine recht hohe Qualität an seinem eigenen Code, was natürlich auch gut für die Wiederverwendbarkeit ist. Und unzählige andere Vorteile, die es bestimmt auch noch gibt. Dann sehen wir jetzt schon direkt eine Minimalversion. Die ist nicht, also sie ist lauffähig, aber sie ist jetzt wirklich ganz minimal, um die Grundlagen mal erklären zu können. Oben rechts sieht man die Ordnerstruktur, dann ist der Name. Ich habe das Add-on jetzt mal t-foskes-fortune genannt. Und da sind drei Dateien minimal notwendig. Das ist ein Makefile. Da sieht man unten vier Zeilen, die in einem Makefile stehen müssen, um das quasi installieren zu können. Dann sieht man eine HTML-Datei. Für die Minimalversion kann die sogar leer sein. Und eine Python-Datei, wo einfach eine Main-Funktion drin ist, die einen Print ausgibt. Das könnte man
gerade so schon Kraskes Add-on nennen, da kann man sich drüber streiten. Das kann man aber, ich bin jetzt hier in der interaktiven Shell mit Kraskes eingeloggt, mit G-Extension schon installieren. Also ich kann da den Namen angeben und die URL installiert. Und am Ende steht, dass, also kommen ein paar Warnings, weil eben ein paar Sachen noch nicht so ganz, also einfach fehlen. Und dann diese Installation erfolgreich installiert. Dann kann man das aufrufen, tfrosk ist fortune, und dann kommt das Print, was in der Python-Datei erwähnt wurde. So, das war jetzt kurz und knapp. Was ist das eigentlich? Und jetzt kommen wir zum Kern, zu den Konzepten und zur Praxis. Kann man das jetzt noch verbessern? Ist das mit dem Mikrofonausfall, kann man das irgendwie besser? Geht das? Okay. So, dann zunächst zum Vorgehen. Wie fängt man an? Es gibt ja schon so viele Menschen, die in Kraskes entwickeln, die Add-ons entwickelt haben. Da guckt man natürlich am besten einfach mal irgendwo ab. Wir haben dazu ein Add-on auf GitHub, das heißt V-Example. Das kann man sich auschecken und auch anpassen. Da sind schon so einige Best Practices mit drin. Und dann haben wir auch noch eine README, How to create a Kraskes Add-on. Da sind auch, das war quasi eine Anleitung, wie man das auch noch verbessern kann. Rechts sieht man die Dateistruktur. Da gibt es, also in rot markiert sind die Dateien, die wir jetzt schon gesehen haben. Das ist die HTML-Datei, die Python-Datei, der Makefile, das Makefile und verschiedene andere Dateien, auf die wir später noch eingehen. Dann kann man anfangen und kann die Dokumentation verbessern. Das ist die HTML-Datei, die eben noch leer war. Jetzt sieht man unten links den Code dafür. Da steht quasi die Beschreibung drin, was das ist und mit was das irgendwie noch verwandt ist. Autor ist dabei. Hier steht jetzt ausführliche Beschreibung. Das ist natürlich viel besser als das, was ich da unten gemacht habe, aber das passt halt nicht auf diese Folie. Und man kann auch im besten Fall noch ein Bild verlinken und das auch in diese Dokumentation hinzufügen. Das, was man sieht, was in der HTML-Datei sieht, wird am Ende in der Dokumentation verwendet. Das ist jetzt mal ein Beispiel-Screenshot von der Online-Dokumentation von einem Kras-Modul. Und das, was in Rot eingekreist ist, das ist das, was in der HTML-Datei steht, was da eigentlich rauskommt. Alles andere wird über den Code eingelesen, was das natürlich als Entwickler sehr viel angenehmer macht. Man muss nicht so viel Dokumentation doppelt schreiben, sondern es wird automatisch übernommen. Da sehen wir gleich auch noch mehr zu. Dann als nächstes fangen wir mit der Python-Datei an oben, Shebang und Header. Da wird die Lizenz angegeben, wie das Modul heißt, Autor. Das ist in V-Example zum Beispiel auch. Das habe ich da auch bei Git ausgecheckt und ein bisschen angepasst. Und der Datei-Header ist jetzt hier ein bisschen gekürzt, dass es auf die Folie passt. Aber das ist im Prinzip schon eine Sache, um mit der Add-on-Entwicklung weiterzukommen. Und dann kommen wir fast zum Hauptpunkt, würde ich sagen. Ich glaube, da mit dieser Folie könnte man einen ganzen Vortrag füllen. Ich versuche mich mal kurz zu halten. Also der Kras-Parser ist ein ziemlich mächtiges Tool. Das sieht jetzt aus wie Kommentare, das ist aber in Wirklichkeit die Anweisung, mit der Kras unter anderem auch die Dokumentation generiert und auch sagen kann, was In- und Output sind von dem Modul. Da kann man Keywörter vergeben, man kann Optionen vergeben, also ich habe ja den Modulnamen und kann dann sagen, Input ist gleich eine Karte zum Beispiel oder Output eine andere Karte oder verschiedene andere Parameter. Das kann man da alles definieren. Und es gibt auch Standardoptionen, bei denen man sich bedienen kann. Hier im Beispiel rechts sieht man gopv-input. Da kommen dann einfach schon einige Dinge mit, die man nicht nochmal alle extra auflisten muss, die dann automatisch zur Verfügung stehen. Da ist auch verlinkt, wo da eine Dokumentation zu ist, dass man sich die alle mal angucken kann. Die Slides selbst sind übrigens auch in den Pre-Talks verlinkt unten. Dann kann man auch auf diese ganzen Links nochmal zugreifen. Andererseits, es gibt auch noch Rules zum Beispiel. Damit kann man dann sagen, diese Option ist auf jeden Fall vorgeschrieben, die muss verwendet werden. Oder auch, wenn diese Option verwendet wird, dann darf nie nicht verwendet werden. Oder man kann auch verschiedene andere Aussagen treffen, wie die Optionen miteinander zu benutzen sind.
Ja, und in der MainPy können die Optionen dann aufgerufen werden. Ah, das ist noch jetzt der Teil, der in der Dokumentation dabei ankommt. Also ich habe oben Keywords vergeben, der Name des Moduls, wie man das aufrufen kann, dann die ganzen Flags und die ganzen Optionen. Das kommt eben alles aus diesem Teil und muss nicht händisch nochmal neu geschrieben werden. Dann im nächsten Teil die MainPy und auch eine Cleanup-Funktion, wenn man das braucht und möchte. Und in der MainPy sieht man, dass man da dann diese ganzen Optionen auch aufrufen und einlesen und benutzen kann und damit weiterarbeiten kann. In dieser Python-Datei sind beliebig viele Methoden möglich. Das Wichtige ist halt, dass es eine MainPy gibt. Und auf der nächsten Folie ist noch ein anderer wichtiger Punkt. Und hier ist jetzt auch noch eine Clean-Up-Methode als Beispiel. Das haben wir uns für uns auch so, oder das ist sogar krass offiziell Best Practice, dass man eine Cleanup-Methode entwickelt, die dann am Ende auch aufgerufen wird. Das heißt, wenn dieses Add-on ausgeführt wird, egal ob erfolgreich oder mit Fehler, dann wird halt auf jeden Fall diese Cleanup-Methode nochmal aufgerufen, dass man nicht irgendwelche temporären Dateien da noch rumliegen hat. Genau, hier sieht man jetzt auch noch, nee, immer noch nicht, aber krass Skript. Das ist auch noch ein sehr mächtiger Teil, wenn man in Python was mit krass machen möchte. Das kann man auch einfach importieren und dann viele verschiedene vorgefertigte Funktionen benutzen. Da ist auch noch mal ein Link, was da alles dabei ist. Als Beispiel kann man damit zum Beispiel andere krass Module aufrufen. Also ich kann in meinem Add-on sagen, ich möchte jetzt diese und jene Module aufrufen, und kann dann mit dem Output was machen oder auch mit den erzeugten Karten was machen. Man kann auch Messages drucken, also man kann Warnings ausgeben oder auch Fehler. Wenn man zum Beispiel Crass Fatal benutzt, dann beendet sich auch automatisch das Modul. Genau, der Aufruf ist ein bisschen ähnlich wie wenn man die Kommandozeile benutzt, wenn man das kennt, da kann man dann auch mit Crass-Pass-Command zum Beispiel arbeiten und dann das Modul so aufrufen, wie man möchte. Und noch eine Sache ist die Internationalisierung. Wenn man diese Sprachausgabe benutzt, da sieht man jetzt diesen Unterstrich, der mag ein bisschen ungewohnt erscheinen. Der ist dafür da, dass man das auch einfach in andere Sprachen übersetzen kann und Crass dann erkennt, an welchen Stellen was übersetzt werden müsste oder könnte. Okay, dann haben wir jetzt einen Zwischenstand. Wir können schon oben diesen Header schreiben, Shebang, Lizenz. Dann haben wir die Dinge, die aussehen wie Kommentare von dem Crass-Parser, wo wir angeben, was Inputs und Outputs von unserem Modul alles sein können. Dann können wir mit Crass-Skript mit dem Import arbeiten und Nachrichten ausgeben, andere Crass-Module aufrufen oder auch andere Dinge. Und dann haben wir die Main-Funktion. Das habe ich eben, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Da ist nämlich dieser Crass-Parser in der Main-Funktion nicht, aber da, wo sie unten aufgerufen wird. Davor wird eben der Parser aufgerufen, um die ganzen Optionen einlesen zu können. Dann kann auch die Cleanup-Methode aufgerufen werden und dann geht es quasi los mit dem Add-on. Und so wie das jetzt bei uns aussieht, TFrosk ist Fortune. Wir können das jetzt installieren. Ich habe da jetzt nicht alle Zeilen hingedruckt, aber da kommen jetzt nicht mehr die Warnings wieder vor, dadurch, dass wir eben den Crass-Parser zum Beispiel aufgerufen haben. Und wenn wir jetzt TFrosk ist Fortune-help aufrufen, bekommen wir schon automatisch die Hilfe generiert, wo man sieht, wie man das benutzen kann, welche Parameter notwendig sind oder nicht, welche es alle gibt, welche Flags und eben diese Ansicht, wie das zu benutzen ist. Da ist mir eben bei Markus' Vortrag aufgefallen, dass ich schon sehr auf die Kommandozeile fixiert bin und ich hätte da jetzt natürlich auch einen schönen Screenshot von der GUI reinmachen können, aber da habe ich einfach nicht dran gedacht. Aber dadurch, dass das eben so definiert ist, würde das jetzt auch in der Oberfläche mit Crass schon erscheinen und da würden auch die Input- und Output-Parameter und Flags alle schon sichtbar sein. Genau, und dann können wir das Modul aufrufen und da wurde ja Fortune installiert, was einfach einem schöne Sprüche ausdruckt und
das funktioniert jetzt auch. Also haben wir jetzt schon unser erstes Kraskes-Add-on geschrieben. Gut, dann war das jetzt der Exkurs in die Konzepte und Praxis. Und dann kommen wir jetzt noch zu Verbesserungen, die man machen kann. Da gibt es zum einen, das haben wir auch auf GitHub, wiederverwendbare Workflows. Also wir finden das einfach praktisch, die auf GitHub liegen zu haben, dann kann jeder die weiterverwenden und wir haben einfach schon einen Haufen Tools, die man dafür nehmen kann, um Qualitätssicherung zu machen. Da haben wir zum einen Linting-Workflows. In Rot sind jetzt die ganzen neuen Dateien, die dazugekommen sind. Das ist jetzt erstmal fast doppelt so viel, wie wir vorher hatten. Aber da ist halt eine Beispiel-Konfigurationsdatei zum Linten. Das bedeutet, ich darf maximal so viele Zeilen in einer Zeile haben, dass es leserlicher wird oder bestimmte andere Regeln, Leerzeichen, Vor-, Nach-, Kommata, Doppelpunkt und so weiter, was man alles prüfen kann. Und unten sieht man dann den Workflow, das ist hier die Linting-YAML in dem Fall. Da kann man dann einfach Uses, Mondiales, GitHub-Workflows und dann den Pfad zu dieser Linting-YAML bei sich selbst in dem Add-on einfügen und dann wird das automatisch eben verwendet. Also bei uns ist die Linting-YAML schon, ich weiß nicht, wie lang die ist, aber da ist halt Flag 8 drin, PyLint, MarkdownLint, also verschiedene andere Linter schon kombiniert, da muss man sich quasi nicht mehr drum kümmern und wir versuchen auch die Regeln zu nehmen, die Kraskes selbst im Source, also im Hauptrepo verwendet, dass wir dazu eben kompatibel sind. Genau. Dann relativ nah verwandt, hier, da gibt es noch die Pre-Commit-Hooks, weil das sehr oft passiert ist bei uns, dass wir diese Linting-Workflows eingeführt haben, committed, Pipeline schlägt fehl. Nächster Commit, Linting. Das ist echt so ein Klassiker und dann haben wir irgendwann Pre-Commit eingeführt, was bedeutet, dass man das bei sich lokal installiert und wenn man dann committet, dann bekommt man, also dann läuft das lokal schon durch und dann sieht man, ah, ich habe irgendeinen Linting-Fehler, da muss ich nochmal irgendwie was verbessern und es geht nicht erst nach GitHub und dann muss man dann noch einen neuen Commit machen. Genau, das kann man eben auch. Also da sind auch auf diesem, in diesem Repo erklärt, wie man das bei sich einbinden kann. Ja, und noch Renovate, das aktualisiert automatisch die Version. Das ist auch ganz praktisch, dann muss man nicht, dann veraltet das nicht, sondern man kann das selbst immer aktuell halten dadurch. Und noch ein letzter Workflow, das sind die Tests. Hier in Rot sieht man jetzt, wie das im Add-on aufgebaut sein kann, dass man einen Test schreibt. Test, ah, das habe ich nicht umbenannt, Test for Example Py. Da wird dann, wenn man diesen Workflow verwendet, das auch automatisch aufgerufen und dann läuft der Test durch. Und dann noch eine Sache, die Kraskes Helpers. Das ist eine Bibliothek, die wir auch auf GitHub liegen haben, die gerne jeder auch mitverwenden kann. Und auch unten steht Contributions Welcome, also gerne mal durchgucken, ob da was für die eigenen Add-ons gebraucht werden können und auch gerne zurück contributen. Also nicht, dass ganz viele Kopien irgendwann irgendwo rumliegen, die ein bisschen angepasst sind, dann lieber einmal refaktorieren und wieder zurückspielen, dann haben ganz viele was davon. So, dann versuche ich noch Wrap-up. Ganz kurz, wir haben ein paar Minimalbeispiele erstellt, dann haben wir ganz viele Konzepte gesehen, den Parser zum Beispiel oder auch Kraskript, um das zu einem richtig ausgereiften Kraskes-Add-on zu machen. Und zum Schluss noch ein paar Dinge, die man, wenn man GitHub nutzt, verwenden kann, Workflows automatisiert, die einem schon ein bisschen Arbeit abnehmen und Tests starten. Dann noch zum Schluss Add-ons von uns in einer Minute. Auf GitHub haben wir 38 Add-ons liegen, wobei da auch, das habe ich noch gar nicht angesprochen, Multimodule existieren. Das heißt, das ist ein übergeordnetes Modul, was noch verschiedene zusammenfassen kann, die man häufig zusammen benutzt. Da gibt es auch eine Landingpage für, die man da als Screenshot sieht. Da kann man sich auch gerne mal durchklicken, ob da irgendwas dabei ist, was man gebrauchen kann. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an das Sternchen ganz am Anfang der Präsentation. Ich habe gesagt, es gibt offizielle Add-ons und es gibt ganz viele, die man nicht finden kann, weil man nicht weiß, wo sie sind. Und deshalb die Bitte, das Tag
CrassGIS-Add-ons zu verwenden. Weil damit kann man auf GitHub suchen und man kann ganz GitHub durchsuchen. Das habe ich letzte Woche gemacht. Wir machen das ganz viel. Und sonst habe ich 6 weitere Add-ons gefunden auf ganz GitHub, die dieses Tag verwenden. Dann noch Beispiele. Ein Modul, was alte Corona-Spionagesatelliten prozessieren kann und die Orthorektifizierung macht. Ein Add-on, womit man Dateien berechnen kann in CrassGIS und sie dann über die CrassRest-API veröffentlichen kann als Layer, als Image-Mosaik oder auch in einem CrassRaster-Geoserver-Raster-Geostore-Data-Store, der auch Open Source ist, den wir noch viel zu wenig verwenden, der quasi den Geoserver oder die Daten im Geoserver in CRASS gucken lässt und man muss sie nicht als GeoTIFF oder so exportieren. Und zum Beispiel haben wir auch noch Dinge mit ICIS, wie man ICIS-Daten runterladen kann. Ja, damit komme ich zum Schluss. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und haben Sie Fragen? Wunderbar, vielen Dank, Carmen. Also ich habe schon mal 3 Fragen gerade online und dort würde ich zuerst mal eine vorziehen, die ziemlich allgemein gehalten ist. Dann habe ich noch 2 spezielle und dann gibt es ja vielleicht im Raum auch noch Fragen. Die allgemeine ist, warum sollte man ein CrassGIS-Add-on schreiben, anstatt beispielsweise ein QGIS-Add-on? Was sind da die Vorteile? Dann hoffe ich, dass der oder die Fragesteller bei Markus schon zugehört hat. Da muss ich nicht mehr so viel erklären. Also CrassGIS hat ja viele spezielle Prozessierfunktionen. Ich kenne mich da in QGIS jetzt nicht so gut aus, aber die einfach da in diesen Workflow sehr gut reinpassen. Und dann macht es natürlich Sinn, in dem gleichen, also in diese Prozesskette einfach verwenden zu können. Oder eine andere Sache wäre, wenn man Actinia zum Beispiel verwenden möchte, dann kann man das auch mit einem CrassGIS-Add-on machen und einer Prozesskette. Ja. Also kommt auf den Anwendungsfall einfach drauf an. Okay, alles klar. Dazu aus, wolltest du, Markus, dazu noch was sagen oder einfach? Okay, gut. Dann habe ich den Blick nicht richtig interpretiert. Dann kurz der Blick in den Raum. Gibt es hier etwas, was noch nicht online steht? Das sieht nicht so aus. Okay, dann direkt weiter. Wie findet man denn heraus, in welcher CRASS-Familie ein Add-on eigentlich reingehört? Stimmt, da habe ich, glaube ich, irgendwas zu kurz gesagt. Mal gucken, ob ich die Schnelle finde. Nee. Wisst ihr das noch? Also. Ja. Da. Genau. Das habe ich, glaube ich, übersprungen. Da steht als Liste, was es alles gibt. Das sind alles Abkürzungen. Also V für Vektor, R für Raster, DB für Datenbank, I für Imagery und so weiter, T für Time. Und im Prinzip geht es darum, die Hauptfunktion des Moduls zu vielleicht benennen und dann zu überlegen, was da am besten passen könnte. Also vielleicht als Follow-up, also hier die Liste, da ist dann zum Schluss mit Punkt, 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 gibt es irgendwo die Übersicht, welche Familien es insgesamt gibt? Also ich habe unten die Abkürzung aufgelistet und oben, das sind quasi 4 Beispiele, die dann, wo der Name dran steht, was die Abkürzung quasi bedeuten soll. Aber ja. Okay, genau, also steht auch im Haupthandbuch drin. Mhm. Okay, alles klar. Gut. Dann habe ich noch eine, nämlich habt ihr auch Anleitungen, wie man Add-ons in C schreibt? Da schiele ich mal darüber. Ja, die gibt es allerdings nicht jetzt direkt von uns, von Mondialis. Die gibt es schon viel länger und die sind in direkt CRASS Core auch drin.
Da gibt es auch diese Beispielmodule, eins für Rasterverarbeitung und eins für Vektorverarbeitung. Die sind in C geschrieben und beschreiben so die grundsätzlichen Abläufe, wie man eben mit den direkten C-Funktionen auf Raster- oder Vektordaten zugreifen kann. Das Prinzip ist genau das gleiche, auch was Carmen jetzt zum Beispiel zu dem Parser erzählt hat. Da werden genauso Optionen und Flags definiert. Und als Anwender, als User später, sieht man eigentlich gar nicht, ob es jetzt ein Python- oder ein C-Modul ist, das man gerade benutzt. Die, also in der Handhabung verhalten die sich genau gleich. Und die Beispiele, die Anleitung dafür gibt es eben schon seit vielen Jahren direkt in GrassGIS. Okay, alles klar, vielen Dank. Dann habe ich eine allerletzte kleine noch, nämlich kann ich in einer Main-Funktion andere externe Python-Pakete, zum Beispiel NumPy, einbinden? Ja, also Python Best Practices ist ja die Importe nicht in der Main-Python, also nicht in der Main-Funktion zu machen, sondern als Import oben. Ist ja auch irgendwo hier. Ich habe ja hier zum Beispiel auch Fortune importiert. Das ist keine MainPy. Hier. Also oben ist der Import von GrassScript. Und in dem Beispiel habe ich jetzt Fortune in ein Try-Except gepackt, falls halt lokal das nicht installiert ist, dass es halt eine Fehlermeldung gibt. Und in der Main wird das dann aufgerufen. Also ja, kann man durchaus machen. Okay, alles klar. Dann sind wir mit den Fragen online durch. Wenn es im Raum auch nichts weiter gibt, wonach es nicht aussieht. Wunderbar, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank für die ganze Session. Ja, vielen Dank.